Deutschland sucht ein Endlager für hochradioaktive Abfälle, die in tiefen geologischen Formationen in einigen hundert Metern Tiefe entsorgt werden sollen. Dafür wird ein geeigneter Standort gesucht. Aber warum brauchen wir eigentlich ein Endlager? Gäbe es nicht auch andere Wege, diese Abfälle zu entsorgen? Damit man von einer sicheren Entsorgung sprechen kann, muss Folgendes gegeben sein. Ausreichend großer Abstand oder eine starke Abschirmung sollen Schutz vor der gefährlichen Strahlung bieten. Gleichzeitig müssen die radioaktiven Stoffe isoliert werden, um nicht in Mensch und Umwelt zu gelangen. Die Abfälle dürfen nicht in die Hände von Menschen gelangen, die damit Schaden anrichten wollen. Zuletzt muss all dies wegen der langen Halbwertszeiten über sehr, sehr lange Zeit gewährleistet sein. In Deutschland rechnet man mit rund 1 Million Jahre. Wie lassen sich diese Anforderungen nun erfüllen? Dazu wird schon seit Jahrzehnten geforscht. Es wurde zum Beispiel darüber nachgedacht, den gefährlichen Müll ins Weltall zu schießen. Die Strahlung würde dort keinen Schaden anrichten, die Abfälle wären auf alle Zeiten von der Erde entfernt und könnten auch nicht in falsche Hände gelangen. Würde eine Rakete beim Start jedoch explodieren oder abstürzen, gelangen große Mengen radioaktiver Stoffe in die Umwelt. Tatsächlich durchgeführt wurde die sogenannte Verklappung im Meer. In großer Tiefe wird die Strahlung abgeschirmt und auch Diebstahl ist hier ausgeschlossen. Früher oder später würden die gefährlichen Stoffe aber ins Meer gelangen. Deshalb ist diese Methode seit den 90er Jahren verboten. Diskutiert wurde auch, die Abfälle über lange Zeiträume in einem unterirdischen Lager zu überwachen. Die Strahlung wäre abgeschirmt und der Zugriff durch Unbefugte verhindert. Durch ständige Kontrolle könnte sichergestellt werden, dass keine radioaktiven Stoffe in die Umwelt gelangen. Das Problem ist aber, dass wir uns nicht sicher sein können, dass sich unsere Gesellschaft auf lange Sicht um die Abfälle kümmern kann oder will. Das zeigt ein Blick in die Geschichte. In den letzten 3000 Jahren sind zum Beispiel Hochkulturen im antiken Griechenland und im alten Rom entstanden und wieder untergegangen. In den letzten 300 Jahren haben Seuchen und zwei Weltkriege Europa über viele Jahrzehnte ins Chaos gestürzt. Und noch vor rund 30 Jahren hätte kaum einer geahnt, wie sich die weltpolitische Lage bis heute verändern würde. Kurz, wir scheitern schon daran, den Zustand der Welt in einigen Jahrzehnten einigermaßen sicher vorauszusagen. Bei der Endlagerung in tiefen geologischen Schichten jedoch lässt sich vergleichsweise gut nachweisen, dass die Abfälle dort abgeschirmt und gegen den Zugriff von Kriminellen gesichert über sehr lange Zeiträume von der Umwelt isoliert werden können. 1 Million Jahre mögen für Gesellschaften unvorstellbar sein, nicht aber für die Geologie. Viele der Formationen aus den Wirtsgesteinen Salz, Tonstein und Granit sind einige hundert Millionen Jahre alt. Die Prozesse, die sie verändern, sind gut verstanden und lassen sich ausreichend prognostizieren. Ein Endlager kann somit an einem geeigneten Standort alle Anforderungen an eine sichere Entsorgung erfüllen. Deshalb wollen auch die meisten Länder der Welt ihre hochradioaktiven Abfälle endlagern. Wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt, verfolgt unsere Videoserie oder abonniert unseren Kanal.